Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, dass Sie die heutige Sendung angeklickt haben und wünsche uns gemeinsam eine gesegnete ungefähr halbe Stunde. Heute im Studio darf ich Nico und Lorna Schröder herzlich willkommen heißen. Danke. Sehr schön, dass ihr da seid. Und mit Ihnen unterhalte ich mich zum Thema Raus aus der Pornografie. Es gibt einen Weg. Ich bin sehr dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben, über dieses Thema zu sprechen. Es ist kein unbekanntes Thema, aber kaum jemand wagt sich, darüber zu sprechen. Also lass uns gleich einsteigen. Würdet ihr euch bitte einmal den Zuschauern vorstellen? Danke für die Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen. Wir sind Nico und Lorna Schröder. Wir sind seit etwas mehr als 10 Jahren verheiratet. Kommen ursprünglich aus Lolita, waren einige Jahre in Asunción zum Studium und wohnen jetzt schon seit fast 3 Jahren hier in La Plata. Wir haben 2 Töchter, Chiara und Nina. Chiara 3, Nina 1 Jahr alt. Und wir erwarten noch einen Jungen für nächste Zeit. Ja. Schön, schön, dass ihr da seid. Also steigen wir ins Thema. Nico, wann und wo begann dein Kontakt mit der Pornografie? Gut, die meisten Leute, mit denen ich spreche über dieses Thema, bei denen hat sich das irgendwann irgendwie schleichend ergeben, ja, oft unbewusst. Bei mir war das, als ich 12 war, im Haus eines Freundes oder eines Bekannten. Und da hatte der ältere Bruder, der hatte irgendwo eine DVD gehabt und die haben wir dann einen über Mittag geschaut. Ja, und damit ist praktisch, war der erste Schritt hin zur Pornografie-Sucht eigentlich geschaffen oder die Türen waren geöffnet, ja. Das war mein erster Kontakt, als ich 12 Jahre alt war. Und bei dir, Lorna? Und bei mir war es, wir waren Freunde. Mhm. Und es war vor der Hochzeit noch, wo Nico mir das gesagt hat, dass er Probleme mit der Pornografie hatte. Mhm. Für mich war das dann sehr überraschend, wusste auch nicht, wie ich damit umgehen sollte, kannte das Thema auch nicht. Mhm. In der Schule wurde zu der Zeit noch nicht darüber gesprochen und zu Hause war ich auch bewahrt geblieben von dem Thema. Mhm. So, das war die erste Konfrontation mit diesem Thema Pornografie. Mhm. Wie hat das euer Leben verändert? Wie wirkte sich dieses aus oder wie hat es euch beeinflusst? Hat das eure Ehe beeinflusst? Also erstmal noch, als ich jünger war. Ich würde mal sagen, der Höhepunkt war eigentlich, als ich 17 Jahre alt war. Ich war damals noch nicht getauft und nicht offiziell, glaube ich, würde ich mal sagen. Mhm. Es war dann schon wöchentlich, dass ich Pornografie konsumiert habe. Und das ändert das ganze Denken. Man sieht Frauen anders, als man Frauen sehen sollte. Man sieht Frauen nicht mehr als ein Geschöpf Gottes, sondern schon mehr als ein Objekt oder so. Das verzerrt das ganze Bild, das man über Frauen hat. Und es hat besonders Lorna sehr wehgetan, immer wieder zu wissen, ja, ich bin nicht genug oder so. Das Gefühl hat sie bestimmt gehabt, ich bin nicht genug. Es gibt andere Frauen, auch wenn das vielleicht nicht körperlich passiert, jedoch in Gedanken weiß sie, ja, dass man die Ehe bricht. Und sie hat am Anfang auch gedacht, dass es ihre eigene Schuld ist, dass sie selbst schuld daran ist. Ja? Also bei uns hat das die Beziehung sehr belastet. Es ist sehr zu Lasten der Beziehung gegangen und das entmutigt auf der ganzen Linie. Und bei uns kann ich nur sagen, dass je mehr ich darin versteckt war, das war ja einmal 17, dann habe ich das abgebrochen, ist in der Ehe dann aber nachher auch wieder zum Zug gekommen. Besonders mit der Technologie, die wir heute haben, dem Handy. Also 17 war es, gab es noch nicht die Smartphones. Gab es noch nicht Smartphones, ja genau. Und nachher war das viel einfacher. Man konnte anonym von irgendwo, irgendwann, zu irgendeiner Zeit das machen. Und das hat das auch schwieriger gemacht. Und das war, je mehr ich zum zweiten Mal darin versteckt war, je mehr hat das unsere Beziehung auch da belastet. Und das hat das zum Vorschein gebracht. Ja, wie würde ich das jetzt mal in Worte fassen? Es wird ja immer vermittelt, Männer können immer oder dass Männer immer können und Frauen wollen immer. Mhm. Aber in unserer Beziehung habe ich das nur gemerkt,
das konnte sich nicht wirklich geben. Der Partner kann sich nicht wirklich dir hingeben, wenn er weiß, du hast nicht ein freies Gewissen und einen freien Gedanken beim Intimleben zum Beispiel. Ja. Also bei mir persönlich war das dann auch, ich habe mich irgendwann gefragt, wer bin ich? Wer gibt mir diesen Wert? Und auch mein Selbstwertgefühl, das wurde geschwächt, weil ich wusste, ich bin nicht schön genug. Wollen wir sagen, das ist das, was der Satan dir dann auch sagt, ja. Aber Gott sagt uns, wir sind schön und ich bin nicht das Problem. Das musste ich dann erstmal erkennen, ja. Dass das eine Entscheidung ist, die Nico trifft und nicht die ich für ihn treffen kann, ja. So, ich muss mit dieses klarkommen und ich muss mich entscheiden oder ich will mich entscheiden, ihm rauszuhelfen aus dieser Situation. Okay. Und als ich das erst erkannte, dass ich nicht das Problem bin, würde ich sagen, bin ich viel besser damit klargekommen und konnte ihm auch besser helfen. Wie seid ihr in eurer Beziehung damit konkret umgegangen? Also ich weiß, wie Lana schon erwähnte, habe ich vor der Hochzeit schon darüber gesprochen. Ich kann mich noch konkret erinnern, 2 Wochen vor der Hochzeit war das letzte Mal, dass ich es mit ihr angesprochen habe. Und wir haben das nachher auch so gehalten, dass wir immer wieder mal darüber gesprochen haben. Ich habe mir Mühe gegeben, das nicht mehr zu machen. Ja, es ist nicht, dass ich das nur gehen lassen habe. Ich habe mir Mühe gegeben. Es ist jedoch immer wieder passiert. Das hat sich immer wieder ergeben, ja, dass ich das konkret gemacht habe. Das heißt, Pornografie konsumiert, ja. Genau, Nico hat mir das dann auch immer gesagt. Und weil es einfach so schmerzt, habe ich dann irgendwann gesagt, du brauchst es mir nicht mehr sagen, ja? Weil es gab halt schlaflose Nächte, wo ich einfach nur geweint habe und dachte, dieses hört niemals mehr auf, ja? Und was ich aber erkennen durfte, ich will helfen. Und wir wollen hier raus, wir wollen zusammen, wir wollen das gar nicht mehr. Und dass ich erkennen durfte, wenn Nico mir das offenbart, dann nur kann Nico auch frei werden, ja? Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, das geheim zu halten. Auch wenn es schmerzt, dass ich es trotzdem akzeptiere und sage, ja, sag es mir. Einfach ein offenes Gespräch darüber führen, ja? Und das hat uns geholfen. Und heute, wie geht ihr heute damit um? Also, wir sprechen immer noch darüber. Lana fragt mal nach, ich spreche mal von mir aus, wie es mir geht. Sie ist mir behilflich dabei. Aber in den letzten 6 Monaten habe ich so viel Hoffnung gesehen, wie noch nie, würde ich sagen, in dieser ganzen Zeit. Und dadurch ist die Ehe auch ziemlich locker geworden. Ja. Und warum, werde ich in Punkt 7 oder Frage 7 noch einmal erklären. Ich würde das auch so sehen. Wir sind uns einander wichtiger geworden heutzutage, ja? Wir fragen uns jeden Tag oder so gut wie jeden Tag, wie geht es dir, ja? Wie geht es dir wirklich? Und wenn man so, wir kennen uns und wir wissen, vielleicht fehlt noch ein bisschen mehr oder so. Sag mir nochmal, wie geht es dir wirklich oder so, ja? Und das ist das, was uns hilft, ja? Und wir fühlen uns geschätzt und geliebt dadurch, ja? Zu wissen, wie es dem Partner wirklich geht. Eine Anekdote dazu. Wir kennen uns mittlerweile so gut, dass wenn der eine oder andere dann nicht was sagt, dann sagt er irgendwann, okay, ich weiß, dass dein Fußball liegt, aber wenn du sagst, da liegt kein Ball, dann werde ich ihn jetzt ignorieren, ja? Und dann irgendwann kommt das dann zum Vorschein, dass da doch noch was ist. Eine andere Frage wäre, hätte man in eurem Fall die Pornosucht vorbeugen können? In deinem Fall konkret, Nico? Also, ja, ich glaube, Pornografie ist ein Thema, das viele Leute persönlich kennen, worüber aber sehr wenig gesprochen wird. Das heißt, man möchte nicht darüber sprechen. Aufklärung, auch zu meiner Zeit, war eher ein Thema, was es eher wenig war. Das heißt, Aufklärung kriegtest du vielleicht, naja, heißt nicht Aufklärung über den sexuellen Teil, ja, aber nicht was ist Pornografie, das war ja auch noch in den Anfängen mit dem Internet und alles, aber das gab es schon von Anfang an, was ich weiß, schon von 2012. So, ich glaube, auf jeden Fall kann Aufklärung einiges machen, ja, den Kindern erklären, was ist Pornografie, was macht das mit uns, was sind die Folgen.
Und ich glaube genau auch dahinter zu verstehen, was macht die Pornografie im Gehirn. Das heißt, um unser Belohnungssystem zu aktivieren, braucht das jedes Mal mehr. Wenn ich regelmäßig das konsumiere, dann irgendwann reichen dieselben Bilder und dieselben Videos nicht mehr aus. Das muss was Härteres her, muss mehr her. Und wenn man da nichts gegen unternimmt, kann das schlimme Folgen haben. Das heißt, Ted Bundy ist ein Serienmörder, hat, glaube ich, über 30 Frauen vergewaltigt und getötet. Und er sagt, der wurde hingerichtet, schon viele Jahre zurück. Aber der hat den Dr. James Dobson eingeladen für ein Interview. Warum? Einfach, weil er möchte vor Pornografie warnen. Ja? Pornografiekonsum, er sagt, Pornografie gepaart mit Gewalt führt zu bösen Taten. Und er sagte einfach, alle, die er kannte, die im Gefängnis waren, die gewalttätige Verbrechen begangen haben, waren tief in Pornografie verstrickt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein Mann, der irgendwo sonst wo gelebt hat. Aber er sagt, ich wuchs in einem christlichen Heim auf. Ich wusste, was das bedeutet. Ich wusste, was gut und böse war. Ich hatte gute Eltern. Ich wuchs in einem guten Ambiente auf. Ja? Und trotzdem hat sich das eingeschlichen und das Ganze in mir hervorgerufen. Oder so, ja? Das heißt, wenn ich mich gehen lasse, wenn ich das sein lasse, dann wird das immer schlimmer. Also, ja? Die Spirale, die geht immer weiter und immer tiefer runter. So, ich glaube, genau diese Frage hätte man es vorbeugen können. Ich glaube, ganz bestimmt, wenn man am Anfang einmal gezeigt hätte, ja, zum Beispiel so ein Interview mit Ted Bundy, ja, das ist ja nur der schlimmste Ausgang, den es nehmen kann. Aber da kann das hinführen, wenn wir nicht aufpassen, was wir damit machen. Ja. Nico, was hast du ganz konkret unternommen, um frei zu werden von der Pornografie? Ja, ich habe erst mal gesehen, okay, wo sind meine Schwachstellen, meine eigenen Schwachstellen, wann fällt das mir am schwierigsten? Das ausgemacht, bei mir zum Beispiel ist das oftmals abends vor dem Schlafengehen, dass ich Probleme habe. Und da habe ich dann gemacht, wenn Laura ein Programm hat oder irgendwas, irgendeine Aktivität irgendwo sonst wo ist, nicht zu Hause war, dann gehe ich so lange, zum Beispiel nicht ins Schlafzimmer oder nicht in die Dusche. Ich bleibe draußen, trinke Tee, mache irgendwas anderes. Ich suche mir eine andere Beschäftigung, so lange, bis Lorna zurückkommt. Und wenn das nicht ist, dann suche ich mir trotzdem eine andere Beschäftigung, um das zu umgehen. Ja? Mhm. Weil meistens hast ja du nur, man sagt, man hat 10 Sekunden, um das zu überbrücken. Ja? Mhm. Es gibt Rechenschaft-Apps, so wie zum Beispiel Real Men Don't Porn. Da sucht man sich dann eine Vertrauensperson. Und diese Person, die hält Einblick in meine Internetseite, die ich besucht habe. Da kann sie dann schon gut sehen, okay, hat er Probleme gehabt oder nicht, dann kann ich den anrufen. Mir persönlich hat am meisten geholfen, nach diesen 18 Jahren in diesem Karussell, dass ich immer wieder gefahren bin, immer mal bessere Zeiten, mal schlechte Zeiten, ging mir es irgendwann so, wie es in 2. Petrus 2, Vers 22 steht, der Hund frisst noch einmal, was er herausgewirkt hat. Ja, es ist immer wieder dasselbe und du bist müde davon. Und da habe ich mit einem Freund darüber gesprochen und der hat gesagt, komm doch in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da wird zweimal täglich, einmal morgens, einmal abends eingecheckt und gesagt, so war meine Nacht, so war mein Tag. So ist es mir ergangen und da kommen wir dann jeden täglich zusammen, man betet füreinander, man unterstützt einander und wenn mir was passiert ist, das heißt, ich kann wirklich froh sagen, Pornografie habe ich, seit ich in der Gruppe bin, keinmal mehr konsumiert. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht Anfechtungen gehabt habe, aber ich wusste, okay, ich muss das nachher auch in der Gruppe sagen. Aber wenn dann mal was passiert, dann kam man da rein und alle wissen, von was du sprichst. Ja? Du brauchst das nicht nachher erklären, was mit dir passiert ist. Und man betet füreinander und das hat mir einfach viel Mut gegeben zu wissen. Da sind andere Personen, denen geht es ähnlich wie mir. Und wir sind 7 Männer, alle in verschiedenen Etappen schon von diesem Freikommen. Der längste, was da drin ist, was ich weiß, ist seit 3 Jahren schon draußen. Und das ist auch der die Gruppe anleitet. Aber das gibt einfach viel Hoffnung, dass man wieder sieht, okay, das geht. Ich bin nicht verdammt, da drin zu bleiben. Ja. Habt ihr ein Wort an Eltern? Ich persönlich glaube, sprecht mit euren Kindern darüber, ja. Eltern, sprecht mit den Kindern darüber.
Und es geht nicht nur darum, sie mal so richtig auszuschalten, wenn man das gemerkt hat, wenn man sie ertappt hat oder so, ja, sondern nach dem Grund zu fragen und zu sehen, wo kommt das her? Was hat das ausgelöst? Warum machst du das oder so, ja? Und dass man versucht, über Vertrauen das zu gewinnen, dass die Kinder darüber sprechen, ja? Weil ich merke nur, solange das heimlich bleibt, dann ist das was, ja, ich weiß das für mich alleine, keiner weiß das sonst, aber wenn ich mit irgendjemandem darüber spreche oder wenn mich jemand konfrontiert, ist das eine ganz andere Sache. Dann spreche ich darüber, dann kommt man langsam auch frei, wenn man einfach sich diesem stellt. Und ich glaube, von sich aus wissen wir alle, dass es schlecht ist. Ja? Das damals, als ich 12 war, das brauchte mir keiner sagen, dass das eigentlich was ist, was man nicht schauen sollte. Ja? So, ich glaube, das meiste, was man tun kann, ist, das Vertrauen versuchen zu gewinnen, dass man darüber sprechen kann, weil wenn man das merkt und das Kind vielleicht noch ausschaltet oder was anderes macht, das Einzige, was das machen wird, ist mehr aufpassen, ja, das nächste Mal noch mehr den Historial auszulöschen und andere Sachen zu machen, um das vorzubeugen, dass die Eltern merken, was passiert ist, würde ich mal so sagen, ja. Vorsichtiger, heimlicher, ja. Genau. Und alles Heimliche zieht ja auch an. Ah, sie ist, ja. Genau. Unsere Tochter ist ja erst 3 Jahre, so, wir haben wohl Teensarbeit gemacht, aber trotzdem, sie kommt jeden Tag und fragt mindestens 2 oder 3 Mal am Tag, Mama, bist du meine beste Freundin? Und das wünsche ich mir, dass sie das behält, dass ich diesen Weg mit ihr auch zusammengehen kann. Weil ich glaube, wenn ich ihre beste Freundin bleiben kann, kann sie mir das demnächst auch anvertrauen, wenn sie mal sowas sieht. Weil ich, irgendwann wirst du damit konfrontiert. Und ja, wohin gehe ich damit oder bin ich einfach nur still, ja? Und behalte das für mich. So, ich erhoffe, dass ich diese Arbeit machen kann, als Mutter oder wir auch als Eltern, unsere Kinder zu lieben und diese Freundschaft einfach zu behalten, ja? Eine beste Freundin zu sein, damit sie morgen, wenn sie groß ist oder wenn sie damit konfrontiert wird, dann zu uns kommen kann, ja, und dass wir ihr damit helfen können, damit umzugehen, ja. Kinder davor zu warnen, ja, wie Nico erst schon sagte, die Folgen auch erklären, ja. Ich glaube, das ist auch genau das Vorleben, das Vorbild Vorleben als Ehe, in der Ehe, als Ehepaar, denn wenn der Satan die Ehe gebrochen kriegt, dann hat er eigentlich die Basis jeder Gesellschaft, jeder gesunden Gesellschaft zerstört. Und ich glaube, das bekommt er auch ganz gut hin. Und ich glaube, da liegt auch unsere Herausforderung, dass wir uns Mühe geben, in der Ehe was Gutes vorzuleben, dass die Kinder sehen, okay, ich brauche nicht all das, all den Müll, der da beiseite ist. Ja? Ich möchte so eine Ehe, möchte ich auch haben, zum Beispiel. Was sagt ihr den Ehen, die unter Pornografie oder auch den Folgen davon leiden? Ich würde sagen, wenn du Probleme hast mit Pornografie, verheimliche es dem Partner nicht. Sprich mit ihm darüber, lege Rechenschaft darüber ab, verpflichte dich ihm gegenüber. Ja? Weil das ist, was ganz am schlechtesten geht. Ja? Wenn es passiert ist und ich muss meiner Frau das gestehen, das geht schlecht. Ja? Zu sehen, deine Frau ist nicht böse, deine Frau ist nicht wütend, die ist einfach enttäuscht. Und das tut weh und das geht schlecht. Und deshalb immer wieder darüber zu sprechen und vor allem, ich glaube, auch Hilfe suchen. Ich glaube, Pornografie ist keine Sucht, von der man so einfach wegkommt. Das ist nicht eine leichte Sache. Und gemeinsam merke ich das einfach selber. Also gemeinsam ist man stärker, man betet füreinander. Und ja, ich habe persönlich einfach nur Hoffnung, darin in diesem Weg weiterzugehen. Ja. Gemeinsam sind wir stark, würde ich mal so sagen, auch an diesem Thema. Genau, und ich habe einfach ständig für Nico gebetet und auch für das Thema. Das ist nicht immer einfach. Und ja, weil man einfach auch sehr verletzt ist im Herzen eigentlich von dieser Person, ja. Das ist Nummer 1, ständig für den Partner zu beten und für dieses Problem. Eine Vertrauensperson suchen. Die andere Sache ist, manche wollen dann auch mal schauen, was schaut denn der Mann so? Und das würde ich euch raten, liebe Frauen, macht das nicht. Es gibt viele Frauen, die dann in der Pornografie selber reinrutschen. Ich bin heute sehr dankbar dafür, dass mir das nicht passiert ist und dass ich das nicht gemacht habe.
weil ich weiß und ich sehe, wie Nico damit kämpft und dass es ein sehr schwerer Kampf ist. So, betet zu Gott und er wird euer Gebet erhören. Vielleicht nicht so schnell, wie ihr euch das wünscht, aber er ist da und er wird euch helfen. Kennt ihr jemanden, der schon über lange Zeit frei ist und wie er oder sie es geschafft haben und es noch schaffen? Also persönlich kenne ich zwei Personen. Ich habe jetzt extra nochmal nachgefragt. Ja. Beide Personen sind seit etwa 3 Jahren frei von dieser Sucht. Und jede Person hilft ja eigentlich was Eigenes. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Was hilft mir, rauszukommen? Eine Person hat mir erzählt, als ich einmal hinter die Kulissen geschaut habe, als ich gesehen habe, was passiert wirklich innerhalb der Pornoindustrie, ja, dass in den Pausen Frauen sich vor Ekel übergeben, ja, dass Personen seelisch ganz kaputt sind, dass Männer Probleme haben mit Impotenz und was sonst nicht noch alles da drin passiert, habe ich gesehen, das ist eine einzige Lüge, ja, das ist ein Milliardengeschäft, das geht nur um Geld, ja, und das verspricht uns was das niemals halten kann. Und das ist eine einzige Lüge, das hat dieser Person geholfen, rauszukommen. Eine andere Person hat mir gesagt, ich habe es mit verschiedenen Dingen ersetzt. Ja? Ich habe Bibel gelesen, besonders die Sprüche habe ich viel gelesen, das Neue Testament, Jakobus, Johannes. Ich habe mir Anbetungsmusik angeschaut, Videos, auch Musik angehört und auch sonst einfach so schnell das in den Gedanken reinkommen. Einen Ersatz suchen. Ja, zum Beispiel, das muss auch nicht immer was aus der Bibel sein. Der hat auch zum Beispiel mit Autoshows, ja, wo die Autos in die Teile zerlegen und nachher wieder zusammensetzen und tunen und verschiedene so eine Dinge, einfach was Männer schaut, sich sowas angeschaut oder so. Ja. Einfach geholfen, diese Wege, die man eingefahren hat, zu verlegen, was anderes zu konsumieren oder was anderes reinzubringen. Ja. Aber das hat vor allem gesagt, einfach immer wieder Bibel lesen und auch Bibel hören. Ja? Beim Fahren oder beim was immer du machst, aktiv die Bibel hören, das hat ihm sehr viel geholfen, diese neuronalen Verbindungen zu verändern. Und so wie es in der Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wie du sagst, wenn man erst hinter die Kulissen schaut oder so, was passiert da wirklich? Da vergeht einem so einiges, ja? Ja. Nick und Lorna, möchtet ihr den Zuschauern noch ein Schlusswort mitgeben? Ja, wenn du dich auf den Weg machst, dann gib nicht auf. Ich weiß, Sprüche 24,16 steht etwa so, der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Aber der Gottlose wird, ich weiß nicht, im Unglück versinken. Auf jeden Fall, es geht mir um den ersten Teil. Ich glaube, in der Bibel ist 7 eine komplette Nummer. Oder es spricht dafür, dass immer wieder, ja. Und einfach, dass man nicht liegen bleibt oder so, ja. Sucht Hilfe, sucht eine Vertrauensperson, die helfen will, aus diesem Problem rauszukommen. Und bedenke, dass das meistens nicht beim ersten Anlauf passieren wird, ja. Das sind, ich habe ein Weilchen zurück mal eine Person, die hat das verglichen mit unseren Kuhstegen, die wir alle aus den Fenstern kennen, ja. Unsere Rinder, die haben alle so eine ausgetretenen Fußstege, die klappern die jeden Tag ab. Die von der Weide kommen, gehen die zu dem Steg und dann gehen die zurück. Und so ist es im Gehirn. Diese neuronalen Verbindungen, die Wege sind so ausgetreten, das muss langsam andere Richtungen geben und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Es will aufgibt der Situation, es ist stressig oder was anderes und dann wird das automatisch wieder da hinein schlittern. Also ja, dass man das dann auch aufpasst. Also ja. Suche Gott, bleibe im Kontakt mit ihm und bitte um andere Verlangen, um ein Verlangen für was anderes als die Pornografie. Ich möchte dazu nur sagen, Sexualität hat Gott als etwas Wunderbares gegeben. Immer dann, wenn wir das in diesem Rahmen gebrauchen, den Gott geschaffen hat dafür. Ein Pastor sagte mal, Sexualität ist wie eine Explosion. Passiert sie im Motor, ist sie eine treibende Kraft und sie bringt uns vorwärts. Passiert sie außerhalb vom Motor, kann sie gefährlich sein, ja, sogar lebensgefährlich. Und das ist genauso, wie es wirklich ist. Persönlich muss ich auch sagen, in unserer Ehe hat noch nie etwas so qualitativ das Intimleben gehoben,
wie das Weglassen von Pornografie. Es ist einfach viel lockerer geworden. Es ist ganz anders. Ich könnte nur sagen, hätte ich das früher gewusst, hätte ich das noch weiter früher weggelassen. Ja, aber gut. Aber das ist auch nicht einfach, jetzt nur zu sagen, ich will jetzt nicht mehr Pornografie konsumieren, ja, weil dann konzentriere ich mich immer wieder auf diesen rosanen Elefanten und am Final denke ich doch wieder daran. Sondern einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, das hat mir am meisten geholfen. Ein Freund aus dieser Gruppe, der hat zu mir gesagt, es geht nicht darum, wie nahe kann ich am Abgrund stehen, bevor ich runterfalle, sondern wie weit kann ich wegbleiben, ja. Das heißt, weg von diesem, ich will nicht mehr Pornografie zu konsumieren, hin zu Jesus, ich will ein reines Leben mit dir einschlagen. Ja? Diesen Wechsel vorzunehmen und zu sagen, ich konzentriere mich nicht mehr auf das, was hinter mir liegt, sondern ich schaue zu Jesus und da will ich hin. Das kann immer wieder mal Ausrutscher geben, das kann mal, es gibt schwerere Tage als andere, aber ich lasse nicht von diesem Ziel ab oder so, ja? Dass ich einfach immer wieder mir Mühe gebe, ganz und gar reine Gedanken zu haben. Ein kleiner Tipp für euch Frauen, seid einfach öfters mal diese Maria, die bei Jesus saß und zuhörte. Ja? Wir hetzen manchmal so durch den Tag und am Ende vom Tag sind wir müde. Und ich glaube, wir haben noch so viel zu lernen von Maria und auch aus der Bibel. Gönnt euch einfach ein paar Minuten für euch selber. Die innere Schönheit ist einfach das Wichtigste. Und das ist auch das, was Gott will. Dass wir sind, ja, dass wir innerlich schön sind. Wir leben in einer Welt, wo das Äußerliche so viel mehr Wert scheint zu haben. Aber besonders in der Ehe ist das Innerliche, und sowieso, das Innerliche ist einfach das Allerbeste, wenn du von innen schön bist. Und mir hilft das einfach persönlich, wenn ich mir Zeit nehme für mich selber. So, ja, einfach mal, was auch immer, etwas lesen, etwas schauen, einfach mal meine Fingernägel machen lassen oder irgendwas. Dann bin ich abends auch relaxter, wenn mein Mann dann von der Arbeit kommt. Dann ist das nicht nur so, oh, ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet, die Kinder waren da und dass ich gestresst bin oder so, ja. Und und Nico unterstützt das auch oder so, ja. Und das hilft einfach. Ich habe gerade ein bisschen über Maria in den letzten Tagen nachgelesen, wie sie immer wieder sich Zeit nahm für Jesus und an sich hinsaß und zuhörte, was er zu sagen hatte. Und dass wir uns hinsetzen und zu hören, was hat mein Mann zu sagen, was hat er am Tag erlebt, wie war sein Tag, ja? Wir sind manchmal geneigt, nur zu erzählen, was wir alles zu Hause geschafft haben mit den Kindern und mit der Arbeit und ja, Haushalt und alles. Und einfach auch zu hören, was hast du geschafft? Wie war dein Tag? Ja? So, dann irgendwann kommt auch diese innerliche Schönheit viel mehr zum Vorschein und man genießt die mehr. Sehr gut. Vielen Dank. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr dieses Zeugnis mit uns geteilt habt und wir wünschen euch weiter Gottes Segen in eurer Ehe. Danke. Vielen Dank. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Schön, dass Sie dabei waren. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.